Moin und herzlich willkommen wieder bei 30 Command One Yubub. Mehr Spieler gegen Dudeman. Diese Doppelstraße im Osten, aber gut, wir fangen im Westen an, wo es sehr düster aussieht für den nördlichen Teil. Gerade ab. Achso, bei Bombern oder so. Ja, ich weiß, die vorne sind nicht versorgt. Trotz Nerven halt extrem. Wann regnet es wieder? Ja, den habe ich glaube ich sogar übersehen, aber anscheinend. Aber wir fangen mal eben hier an. Also, wir kriegen es an, sowjetischer Fallschirmjäger. Sagen wir mal besser als nichts. Also du kannst eigentlich nur noch drauf gehen, ihr geht drauf, ihr geht alle drauf. Wenn man den Zug so anfängt, ist das normalerweise nicht sonderlich schön. Was denn irgendwie das Akku in Sicherheit kriegen oder so, dass es etwas besser versorgen kann. Du könntest noch einen Schritt vor, theoretisch. Du hättest dann immer noch eine 10. Nur halt gerne will, ist den da ja noch etwas unterstellen. Ach, du könntest da die Eisenbahn kappen. Macht nicht viel, aber das sieht ja auch sehr düster aus. Rettet euch irgendwie in diese Befestigung. Und dann weitersehen. Irgendwie lohnt, gegen den auszurücken. Ich meine, der ist jetzt gerade auch nur schlecht versorgt. Artillerie könnte auch noch mal vorher auf den feuern. Da auf 87%. Ja, 6 zu 3 ist, passt natürlich von den Zahlen her nicht.
Kann man die da noch irgendwie ran? Du hast 4 Bewegungspunkte. 1. Und hier ist halt Wald. Ist auch 6-3. Könnte sich der selbst vernichten und dann würde der andere auch noch bis zur Selbstvernichtung kämpfen müssen. Und man wüsste nicht mal sicher, ob der weg wäre. Der hier vorne. Gut, auf den könnte der Zug nochmal schießen. Die Frage ist, wo soll man euch denn die Einheiten hier entsorgen? Die kommen ja halt nicht recht weg. Du machst 6, 3, 4, höchstens 4 Schaden. Wird für den anderen allerdings auch echt heikel, ob es irgendwie reicht. Also wahrscheinlich lieber nicht drauf gehen. 3 Bewegungspunkte und müsstest hier eigentlich weg. Weil kaum klar ist, wie und wohin. Ansonsten können wir dich auch hier erstmal in dieser Befestigung lassen und hoffen, dass du das hältst. Hier, oder könntest du was gegen den Fanny? Na gut, wir können auch auf den Fallschirmjäger hauen. Wenn es ganz nett, den mal los zu sein, den kann er ja nicht neu bauen. Und noch so eine 3-Sterne-Einheit braucht er ja nicht. Natürlich sehen, du musst es dann da rein. Wirst du den wahrscheinlich erledigen. Mal hin, und du musst ja noch so weit wie möglich nach hinten. Und am besten halt noch ein Feld. Heißt dann nur, wobei du könntest noch da rein. Hauptsache irgendwie in einer Befestigung stehen. Dann da oben an. Naja, du hast den zumindest so ein bisschen demoralisiert. Dann kann der Zug vielleicht noch was machen. Immerhin. Der Rest kommt hier weiter nach hinten. Das wird alles übel. Mal wegen nicht versorgt und sowas. Immerhin der eine Falli weg. Was bekamen wir neuer? Ein Fallschirmjäger. Naja, gut, immerhin. So, hier ist die Armee anscheinend zurückgegangen. Noch nicht so wahnsinnig weit. In der Nähe von Saratov. So, das war, glaube ich, die Elite-Armee, die sehr, sehr unschön viel Stress macht. Wir versuchen mit eigenen Armeen da mal ranzugehen. Oder auch nicht. Dafür ist die einfach noch zu gut. Das ist auch noch eine Armee. Ja, der Panzer bedarf mal eher dringend der Heilung. Du könntest natürlich noch da rein. Vielleicht bringen wir denen das Chor ja noch weg und können auf die Artillerie schießen. Vielleicht auch nicht, weil er mit einem Lebenspunkt davonkommt. Und dann ist der Mechanisierte natürlich auch so ziemlich tot. Was unschön ist.
Muss hier natürlich trotzdem noch ein bisschen aufpassen, falls die Achse noch einfach irgendwie Unsinn macht. Könnte ich natürlich auch einfach hier lang schicken und schauen, was in Saratov los ist. Ein bisschen gewagt, aber ich finde die Idee interessant. Okay, da steht ein Chor. Aber wir haben ja so ein bisschen Versorgung. Der Weide hatte 10 von hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Na, das reicht noch nicht, um ihn einzukesseln. Und du könntest natürlich auch hier hin und dich dann da anstellen und mal das deutsche HQ grüßen. Wenn man das irgendwie noch gedeckt kriegt. Könntest auch noch dahin und jetzt machen wir einfach ganz viel Stress und hoffen, dass es funktioniert. Dann irgendwie noch was. Zwei. Ja, wenn man hier oben rumzählt, was man natürlich nicht kann. Und der vor 10, 9, 8, 7, 6. Ja. Also du könntest bis dahin. Bist du da eine 8, 6, 4, 2. Müsste reichen. Außer die Armee kommt drauf. Und da könnten wir zur Not hier leicht zurückgehen und Kontrollzonen bauen. Hat die Versorgung von dem. Ich meine, wenn wir die Felder noch kriegen, dann hast du ja auch 10. 10, 8, 6. Das wäre auch unser. 5, 3, 2. Ich glaube, es reicht. Das ist schon hauen. Auf 1-1 Basis ist das eigentlich gar nicht schlecht. Natürlich sein, dass da irgendwo jetzt noch ein blödes Flugzeug steht. Ja. Warum könnt ihr nicht drauf gehen, wenn ihr es sollt? Wie in diesem Fall. So, natürlich muss irgendein Kubischef stehen bleiben und du musst für eine gute Versorgung dahin laufen. Könntest ja auch nochmal vielleicht doch. Ich sehe hier erstmal keinen Falli, der da durchspringen könnte. Dahin. So, und ihr müsst hier halt einfach Stress machen. So gut das geht, natürlich mit eigenen Verlusten, aber die haben hier halt auch genügend Stress. Da müssen wir irgendwie fertig werden. Noch ein Falli, ja, das mit den Flugzeugen, deswegen sind falsche Mega halt nicht so ganz perfekt einsetzbar. Aber vielleicht schmeißen wir ihn auch einfach als Infanteristen rein. Und wir könnten auch diese Armee hier holen. Der Pio bewacht einfach mal kurz den Ort. Nur so, dass wir dann noch einen haben. Hoffentlich kann man irgendwie das Akun demnächst hochheilen. Dafür ist jetzt auch Logistikforschung ganz nett, falls das alles noch weiter fallen sollte. Ja, komm, du kannst ja auch als regulärer Infanterist irgendwie mitmachen. Ansonsten alle weitermachen. Läufst du einfach im Hinterland noch ein bisschen hoch und machst Stress. Liebe Sowjets, ihr braucht dringend noch ein Akku zurück, um irgendwie damit arbeiten zu können und den schweren Panzer. Das passt. Haben wir noch zwei Hauptquartiere auf der Liste und das eine kommt morgen. Dann können wir aus dem nächsten Ort noch irgendwie ein Doppel-HQ bilden.
Ja, die Frage ist, ob einer von denen ich doch noch nach hinten rennen muss. Nee, dann einfach den Ort da platt schießt. Den und den. Ist auch nicht so viel, das hier zu halten. Andererseits mit einer Doppel ist der Ort geschützt. Na, ich lasse es mal so stehen und hoffe, dass es irgendwie funktionieren wird. So, hier unten meint er einfach nach Mossul entkommen zu können. Das sehe ich jetzt aber nicht. Ja, du kommst da noch nichts ran. Panzer kann ja nächstes Mal zurück, wenn die hier dann auch von den anderen Seiten kommen. Aber immerhin den ersten, der durchfährt, der konnte gestoppt werden. Ja, und ihr haltet den Kram hier eigentlich einfach nur. Jetzt auch nicht viel noch groß. Zu viel investieren zu müssen. Ihr könnt ihr dann vielleicht auch langsam weg. Ja, sie ist runter irgendwie auf den Weg zu stellen, aber ihr fahrt da weg, dann wird er Kairo bald haben. Ist halt so. So, dann jetzt endlich nach all diesen Sachen an eine Front, die besser aussieht. Und das mit der Panzerversorgung ist natürlich ein akutes Thema. So, die haben sich hier zurückgezogen und der ist selbst nicht versorgt. Das ist ein Anfang. Und okay, ihr habt ja auch jede Menge Stress hier oben. Da angehst, kannst du zumindest noch eine Befestigung kaputt machen. Ich würde sagen, ihr lauft hier halt weg. Wir fit. Wir da. Sowas wie Versorgung. Hast deinen Hafen und hältst das irgendwie jetzt mittelprächtig insgesamt gesehen. Hat halt einfach ein paar Gegner von hier unten abgehalten. Jo, du bist nicht unterstellt, aber du kannst ja eigentlich auch mal so fliegen, wenn es nur ums Nachschauen geht. Den hatte die Art, die brauchst du nicht. Bei den kanadischen Panzer. Ist nicht unterstellt, aber das ist nicht weiter tragisch. Keiner gegen rumänischer Panzer. So viele von diesen deutschen Panzern. Und ja, unsere Logistik hängt übel hinterher. Da müsste man jetzt halt eigentlich einmal anhalten und so einiges durchheilen. Aber ich will, wenn wir schon mal hier sind, nach Bordeaux erobern. Was aber dann auch möglich sein sollte. So, der steht unterversorgt, den sollten wir uns auch gleich holen. Den in Deckung fahren. Zu welcher Ecke seid ihr denn jetzt wieder alle versorgt? Toulouse ist ja Schrott. Der Ort ist auch Schrott. Da müsste also 6, 7, 8, 9, 10. Da denke ich ein Haku stehen. Weil ja, dieser. Es mangelt an US-Hauptquartieren. Kannst du dir, wobei du hast ein 3 zu 1, dann können die Panzer entspannter andere Sachen machen. Würde ich ja gerne überwinden, dich mal durch Barcelona zu kommen. Der Effekt, ja gut, da ist auch die Versorgung mies. Wir müssen einfach darauf warten, dass diese ganzen Orte endlich mal an Stärke gewinnen. Dafür unter anderem brauchen wir halt noch Bordeaux. Gleichzeitig, wenn hier noch was frei ist, möchte man da natürlich irgendwie schon gerne rein und lang. Aber ne, kommen hier schon die nächsten Verteidiger. Ja,
Na gut, und die sind da oben vielfach nicht unterstellt. Wir könnten dich einmal rausnehmen. Den würde ich jetzt einfach heilen hier, damit er wieder fit ist. Schon mal von der Liste haben. Die anderen müssen wohl weiterarbeiten. Wird gehen diese Flak ausschalten, ob sie jetzt versorgt sind oder nicht. Weil die Dinger ja endlos nerven. Ist ein Anfang. Das macht sich ja nicht dieser Panzer. Ihr seid irgendwie alle versorgungstechnisch schlecht drauf. Also wir müssen das da auf jeden Fall noch erobern. Gut, Flieger, die so gar nichts nutzen, kann man vorübergehend auch nochmal rausnehmen. Na schön, dann wäre Bordeaux gesichert. Das Akku, würde ich sagen, rückt noch weiter vor. Dass die Versorgung weiter ins Land getragen wird. Du kannst da ja mal eben rein. Französische Hauptstadt. Und noch, ja, ein bisschen platt. Aber wenn der sich jetzt langsam erholt, dann müssten auch alle Orte hier besser werden. Frage ist, wie viel von den Verteidigern können wir hier noch loswerden? Gleichzeitig natürlich noch eine vernünftige Stellung hier aufbauen. Denke mal, du könntest die Artillerie erwischen und der nächste Panzer stünde ja ein bisschen weg. Und du holst dir dann den da. Außer die fliehen einfach. Echt miese Angewohnheit. Du könntest zwar da rein, aber das wäre sehr gefährlich ohne Versorgung und Support. Und was man halt eigentlich alles so haben möchte. Steht immer noch neben der Flak, das Ding. Auch überaus unpraktisch. Ich darf auf den eigentlich gar nicht helfen. Wenn ihr nichts tun könnt. Also gut, vorübergehend mal. 2-1. Kannst du mal eben zur Seite und den Ort erobern. Stehe ich jetzt irgendwas? Ob man unterstellt oder nicht unterstellt, sieht nicht so aus, als ob die viel tun könnten. Ich meine, nächstes Mal heilt er den dann einfach. Na gut, wir haben noch weiter Glück, aber der kommt jetzt auch nicht mehr weg. Ich weiß, die sind teilweise nicht unterstellt, aber auch die, die unterstellt aussehen, machen nichts gegen den. Auch daran, aber das muss jetzt eigentlich nicht sein. So, ihr könntet hier noch teilweise... Und da ist auch noch mehr Zeug, das nach vorne kann, aber... das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber trotzdem auch mal die eine oder andere US-Armee da und dann steht man sich da wieder im Weg. Das heißt, wir brauchen hier auch erstmal noch eine endgültige Platzierung. Wir könnten die vielleicht hier hinschicken. Dann hast du nur kein Doppelakku mehr. Kurz zum Verständnis, warum nicht? Kanadier hat auch seinen eigenen. Achso, weil der Brite dann den da supportet. Sag jetzt nicht, du musst zurückgehen. Nur weil das mit den Doppel-HQs mal wieder alles nicht funktioniert. Aber ich höre hier, du musst zurückgehen, nur weil das mit den Doppel-HQs alles mal wieder nicht funktioniert. So, du ziehst dich zurück. Kein Risiko eingehen. Den würde ich auch eher nach hinten beordern.
könntest hier noch hin und das Akku abschirmen und ja, der dem Fluss stehst du ja auch noch ganz nett. Das ist natürlich über den Fluss. Ein bisschen heikel, du. Wir schicken den Fadi erstmal noch hier. Dann kannst du nebenbei mal darauf. Den erledigen. Den auch nochmal hier hinter den Fluss leicht und vorsichtig zurück. Ist cool. Na, ich meine, gut, der könnte noch nach vorne. Ist etwas verschmerzbarer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ich meine, es wird reichen. Das ist jetzt, glaube ich, dass der den supportet und nicht mehr der den. Das heißt einfach nur, weil die das mit den Doppelkalkus mal wieder nicht gescheit hinkriegen, musst du wieder zurücklaufen. So, jetzt läuft es nämlich wieder. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Heilbedarf. Die Frage wäre, du könntest immer noch überqueren. Kommt der denn dann an dich ran? Nein, 2, 3, 4. Ja, der könnte ich da angreifen. Und wir haben nächstes Mal nicht ganz so viele einsatzbereite Panzer. Zum Überlegen, es einzulassen und die Angriffe hier sind jetzt nicht endlos spektakulär. Aber Glück gehabt, keinen Schaden erlitten, dann passt das schon. Wir stehen hier erstmal hinter dem Fluss. So, dann muss da natürlich, der hier einfach durchläuft, noch einer rein. Wenn er rausgeht, geht er halt drauf. Ziemlich sicher. Wir hier einfach noch ein bisschen die Grenze verschieben. Noch nach vorne. Könnten hier noch mit nach vorne. Das wird so, du könntest springen. Jetzt aber auch nicht groß, warum? Du springen solltest ja noch Landungsboote. Da ist noch irgendwer auf der Bahn. Hier sind Flugzeuge. Naja, die da unterleiden, dass es einen gewissen Haku-Mangel gibt. Ihr könnt es teilweise euch die Zeit nutzen und euch Upgrades verpassen. Aber die großen Flugziele sehe ich jetzt auch nicht. Oder fliegt einfach noch ein Tick näher ran. Aber das Chor ist ein bisschen geschwächt und es steht nicht an der Flak dran. Lohnt sich ja extrem. Ja, und bei den Strats die Frage. Versorgung. Ist man wahrscheinlich hier drüben, wahrscheinlich in Montpellier, nehme ich mal an. Man natürlich auch den Hafen treffen bei Zeiten. Dann fällt der Ort hier zumindest wieder. Ja, und dann kriegt ihr halt immer noch ein bisschen was darüber. Damit Fadi. Ich meine, wenn da nichts frei ist, dann ist da reinzuspringen auch eher heikel. Hier vorne ist ein bisschen weit vor der eigenen Front. Zumindest wird ihre Versorgung reduziert sein. De facto wird es wahrscheinlich trotzdem hier kaum zu reduzieren sein. Teil einen gewissen Wert.
Man könnte in Barcelona nochmal besonders treffen. Da ist der Hafen ja blockiert. Hätte er zumindest nicht viel und das Akut halt dann halt noch ein bisschen aus hier und da. Okay. Jetzt halt nächste Runde schauen. Drei Panzer müssen erstmal in die Werkstatt und eine Menge anderer Kram. Könnten natürlich einmal auf Verdacht das Akku angehen. Ja, mit denen auf Verdacht wird sehr, sehr auf Verdacht. Und die haben alle vernünftige Bereitschaft und so, und hier kann man nichts wegnehmen. Also sonst fliegt er erstmal näher ran, wenn es nichts Spannendes gibt. Ein neues US-Akku kommt irgendwann. Warte, wie war das? Wo kannst du hin? Da irgendwo hin, wo auch der Jäger steht. Sehen, dich machen wir fit. Hier kommt es sonst leicht ran. Ja, dann einmal heilen nächstes Mal. Und dann schnell wieder Druck machen. Man merkt ja schon dezent, dass bei den Sowjets das gerade sehr unschön läuft. Bei Moskau mit den Stratz, die alles zerlegen. Da halt Kairo. Vielleicht auch mal den Marinebomber holen. Ja, für die Schiffe. Dann haben wir noch weitere Landungsboote. Ich meine, ihr könntet hier an der Seite hier nochmal rein. Das sind eh nur die Luftabwehren. Dann da drin, wie langweilig. Ey, Versorgung kriegt er da immer noch nicht. Von dieser Seite kannst du mit dem Landungsboot wirklich nur noch den da so mal ein bisschen treffen. Aber sonst auch nicht mehr viel. Na gut, du könntest ihm die Eisenbahn abschneiden. Noch irgendeine Versorgung haben. 8, 7, 6, 5, 4, 3. So aus. Dann kommen wir da doch noch ein bisschen näher ran. Wann ist dieses US-Akku da das nächste? 3. Juli. Okay. Ist ja immerhin bald. Wenn ich irgendwas noch hier diplomatisch. Gibt bald niemanden mehr. Aber jetzt noch die Saudis holen. Wenn er da unten raufrennt, ist nicht so das Wahre. Du könntest da zwar näher ran, aber ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Bleib mal im Ort. Weil die Arti könnte dich decken. Dann wärst du noch nächstes Mal schon etwas schneller am Öl dran. Das wir im Moment zurückholen. Ja, die sind relativ geschlagen. Da jetzt auch nicht viel machen gegen die Flak. Du könntest natürlich hier runterfliegen, wenn da oben eh nicht viel los ist. Am Arbeiten. Gut, müssen wir noch irgendwas kaufen? Panzer sind alle auf dem Feld. Hier, die Sowjets, okay, die Sowjets haben kein Geld mehr. Vielleicht noch ein Akku. Hier ist noch so ein schönen Engpass kommt und am Ende wird halt doch mal irgendwann einer rausgeschossen. Gott sei Dank, den Bomber kriegen wir nicht mehr auf die Liste. Nur so für den Notfall.
Liebe Briten, ne? Die Kanone könnten wir brauchen. Ich habe im letzten Jagdflugzeug am Überlegen. Aber sonst auch die Spezialeinheit noch mal gerne. Können die vielleicht irgendeinen Unsinn anstellen? Die ägyptische Garnison, die wird aber nicht fertig werden. Ich will stattdessen dich noch etwas fitter machen. Gut, und du könntest vielleicht noch. Ich meine, die haben ja nicht viel agiert. Die Jägern, aber am Ende steht hier oben doch noch einer. Nö, zumindest das nicht. Ist gar nicht unterstellt, oder? Jetzt auch nicht mehr ändern, aber müsste man demnächst mal ändern. Da müsst du zumindest ein bisschen Erfahrung, aber wenn halt unterstellt wäre, könnte das Saku ja auch mitmachen. Ja, dann hätten wir das. Die Fall ist zumindest auch auf 5er Versorgung, das heißt, könnten sich theoretisch Sprungbereiten machen. Was wir tun im nächsten Schritt hier drüben entlang erobern. Ja, und halt einfach weitermachen und alles vernichten, was feindlich aussieht. Wobei halt die Panzer eine Heilrunde brauchen. Und mit etwas Glück habt ihr den, naja, viel Glück. Okay, die Sowjets haben den, immerhin 99%. Und da irgendwie reinzuspringen. Er geht ja nur drauf. So, hier noch irgendwas, ein Landungsboot. Weiß gar nicht mehr, wo man hier noch, falls er nicht rausgeht aus La Rochelle. Aber ansonsten ist die Küste hier langsam abgearbeitet. Man müsste eigentlich hier rein, wo er mit seinen U-Booten steht. Aber ich nehme an, bis dahin kommen wir. Beziehungsweise muss es nicht zu sehr riskieren. Ein bisschen hier nachgucken. Hä? Ach so, du kommst gar nicht so weit. Aber da hätten wir auch einen Hafen. Wo du erstmal parken kannst. So, ich hoffe, dass Italien noch den einen MPP verliert. Gut, ja, Verstärkung ist gerade ein bisschen schwach. Ach, warte, die Brasilianer. Aber das wird schon. Demnächst sind ja die schweren Panzer da. Die müsst jetzt hier einfach irgendwie schneller weitermachen, als die im Osten verlieren. Die haben immerhin den dritten deutschen Fadi ausgeschaltet. Ist ein Anfang. Und hier einfach auf die Orte warten, die irgendwann wieder gebrauchbar sind. Wenn die dank Bordeaux ja auch noch ein Stück ansteigen. Ja, ich denke mal, wir können den Zug beenden. Panzer 5, ach, das ist aber sehr schön bei den Briten. Dann können wir eine Heil- und Upgrade-Runde machen. Ich glaube, wir 3. Ach ja, gut, die Sowjets waren auf 99% da. Ist auch komisch, wenn sie es nicht geschafft haben. Wir haben wieder Frankreich auf der Liste. Ja, und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.